In der Rammelsbach mehren sich die Anzeichen, dass wir langsam aber sicher in der heißen Phase der Vorbereitungszeit zum europäischen Bauernmarkt, der Mitte September stattfindet, angekommen sind. Die Arbeitsgruppe Dekoration, Teil unserer Gesamtorganisation zur Durchführung dieses europäischen Bauernmarktes, hatte am Samstag, dem 26. Mai, auf 2 Äckern, die auf der Gemarkung Schlicht liegen, in schweißtreibender Arbeit über Stunden hinweg verschiedene Pflanzen in den Boden eingebracht. Diese wurden zuvor schon vor Wochen zu Hause eingesät und bis zur heutigen Größe in Kleincontainern aufgezogen. Es handelte sich dabei hauptsächlich um Ziermais, verschiedene Kürbisarten und noch andere Pflanzen. Die beiden Äcker in einer Gesamtgröße von ca. 3000 Quadratmetern wurden der Gemeinde durch die Landwirte Karl Kassel vom Kreuzhof und Martin Schneider vom Schlichterhof kostenlos zur Verfügung gestellt. Letzte Woche wurden diese entsprechend vorbereitet, sodass jetzt eingepflanzt werden konnte. Hierbei wurde auch schon der Ziermais maschinell eingebaut. In die so vorbereiteten Felder konnten jetzt durch die auf den Bildern abgelichteten Helferinnen und Helfer die Pflanzungen durchgeführt werden. Die Ortsgemeinde bedankt sich bei den beiden Landwirten für die bisher geleistete Arbeit und die zur Verfügung gestellten Areale sowie die jetzt noch notwendigen Nachbewässerungen der Jungpflanzen.